Hallo und herzlich willkommen auf Alex Reviewed, Technikkanal im Internet. Toll, dass ihr das Video wieder angeklickt habt. Hier haben wir wieder unseren HP-PC. Den kennt ihr wahrscheinlich schon aus anderen Videos. Den habt ihr sicher schon mal gesehen. Und da wollen wir heute mal eine Grafikkarte einbauen. Und das zeige ich euch heute in diesem Video. Wie man jetzt unschwer hier erkennen kann, habe ich jetzt schon die Grafikkarte natürlich schon installiert. Das ist jetzt ein bisschen eine kleine Vorschau. Und wie ich die Grafikkarte auspacke, das zeige ich euch dann im Anschluss, also gleich. So, ich habe hier vor die Asus Dual Fan Cooling Radeon RX 5560 einzubauen von Asus. Hier packen wir mal mit dem Messer ein bisschen rein. Schneiden die Packung hier auf. Okay. Hier können wir so was reinpacken. Hier ist eine 2 GB Variante. Reicht für diesen PC vollkommen aus. Hier haben wir die Grafikkarte. Hier unten ist nochmal Software und Beschreibung. Die brauchen wir später, aber das hier ist alles schon installiert. So, jetzt packen wir das mal hier aus dieser Antistatikfolie. Die mal zur Seite. Also hier haben wir ganz standardmäßige Grafikkarte mit zwei Lüftern. So sieht die aus von hinten. Hier ist die hintere Platine, hier haben wir den Kühler. Hier sind die zwei Lüfter, die braucht auch keinen Stromanschluss. Was nämlich auch praktisch ist, weil wir hier auch keinen Stromanschluss haben bei diesem Mainboard, wo hier diese Grafik, also bei dem Netzteil hier oben, habe ja auch keinen Stromanschluss. Deswegen ist die relativ praktisch. Ist nicht mal so eine schlechte Grafikkarte. Kann auch den Monitor mit eurem großen 27 Zoll Monitor mit über, keine Ahnung, Pixel, 2000 irgendwas Pixel, kann die auf jeden Fall. Also schon relativ gut. Also ich guck mal hier kurz mal nach, wie viel Pixel die Karte kann. Also die Karte kann von 5120 Pixel mal 2880 Pixel kann die Karte hier Auflösung, kann die von der Auflösung her. Wenn man hier umdreht, was haben wir hier? DVI, also noch Standard, hier HDMI und das DisplayPort. Ja, ist relativ super, ich finde nicht schlecht und für diesen PC komplett ausreichend. Also der neue Standard ist dies, was ich eben vorgelesen habe. Das ist so der neue Standard. Hier kann jetzt so eine Abdeckung, müsst ihr auch aufpassen, dass ihr die wegpackt. Und dann können wir eigentlich die Grafikkarte einbauen. Ganz einfach. Also ich empfehle euch die zum Kaufen, weil die relativ gut ist und ich in den letzten paar Tagen, wo ich die testen konnte, eigentlich relativ gut ist. Von der Auflösung her kann ich auch meinen Dell-Monitor befeuern, meine 27 Zoll, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Und zwar bei dem Hersteller, wo ich die gekauft habe, also bei dem Elektronikgeschäft, relativ billig. Die hat da 95 Euro gekostet. Für 95 Euro mit dieser Auflösung relativ gut. Auch nicht schlechte Grafikkarte, relativ geringer Stromverbrauch, relativ gute Kühlung eigentlich. Das kann man auch auf der Verpackung lesen. Okay, jetzt haben wir wieder lange gelabert. Und jetzt können wir die Grafikkarte hier reinpacken. Hier haben wir auch schon mal so ein PCI. Hier kann man die einfach reinstecken. Müsst ihr aufpassen, dass ihr die richtigen Blenden rausgibt. Das habe ich hier schon gemacht. Tut eher vor die Kappe runter hier, bevor ihr die Karte einsteckt. Das könnte zu Problemen führen. Steckt ihr das ganz einfach so rein. In den PC. Müsst ein bisschen drücken. Müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr hier nichts verbiegt hier. Okay, sie steckt jetzt gescheit drin.
Hier kann man noch hinten die Hand noch hinten hinhalten und die Hälfte zu. Dann kann man hier diese Clips hier reinmachen. Bei diesem Case ist, also bei diesem Gehäuse ist das relativ praktisch von HP. Ja, also haben wir jetzt hier die Grafikkarte eingebaut. Die Grafikkarte ist jetzt drin. Hier braucht man nichts anschließen, keinen Stromanschluss, rein gar nichts. Müssen wir hier anschließen, hier müssen wir nur entweder unser HDMI oder ein DVI-Kabel anschließen eigentlich. Und dann können wir schon den Grafikkarte installieren und unseren Monitor anstecken. Also besser gesagt, zuerst einen Monitor, also ein HDMI oder DVI oder DisplayPort. Monitor könnt ihr anstecken und dann könnt ihr hier euren Grafiktreiber zuerst installieren, aber das macht es eigentlich von selber, aber das zeige ich euch jetzt gleich. So, der Rechner ist gestartet. Zeigt dann natürlich hier wieder normal starten, kann man auswählen. Jetzt wird Windows gestartet. Ich sehe hier von der Bildqualität, obwohl der Monitor eigentlich keine gute Qualität hat, dass der eigentlich schon relativ viel, also relativ scharf ist jetzt eigentlich. Jetzt kommt der Startsound, hat man jetzt gerade gehört. Die Karte ist auch relativ leise. Und jetzt sieht man hier das Bild, ich finde, das sagt schon alles relativ scharf. Das Bild flackert hier jetzt auch ein bisschen auf der Kamera zumindest. Es liegt nicht am Monitor und auch nicht an der Grafikkarte, in echt flackert da überhaupt nichts. Ein bisschen flackert es, aber die Auflösung finde ich schon relativ gut. Und sie ist auch super leise. Der PC ist natürlich laut, weil ja die ganzen Festplatten und sowas drinnen sind. Deswegen ist der relativ laut. Aber mit zwei Lüftern ist der eigentlich die Grafikkarte relativ leise. Ist relativ leise eigentlich, ja. Und hier können wir mal gucken hier. Achso, die Maus habe ich ausgeschaltet. Gucken wir mal auf System. Gucken wir mal, was da drinnen steht. Dann dauert das noch ein bisschen, da wird abgerufen. Gehen wir mal auf die Systembewertung. Ich packe dabei mal, bis die Systembewertung jetzt hier sich aufgemacht hat, nochmal den PC zu. Und hier sagt da, der Leistungsindex muss aktualisiert werden. Okay. Dann tun wir das gleich mal für ihn. Also was man hier sonst schon sieht, ist die Grafikkarte, die hat relativ gute Werte. Auch relativ gut ist die Grafik natürlich auch in diesem Standardmodus. Eigentlich ist sie relativ gut in diesem Standardmodus. Ja, eigentlich schon. Eigentlich ist normalerweise eine Grafikkarte in dem Standardmodus immer relativ schlechter von der Qualität als in dem Areo-Modus. Ja, eigentlich hat die schon eine relativ gute Auflösung. Und die Auflösung werdet ihr auch nochmal später in einem anderen, also jetzt dann nachher nach diesem Test hier und dem Installieren der Treiber, habe ich jetzt hier mal schließlich mal den Dell-Monitor an, den ich jetzt neu habe. Und dann zeige ich euch das hier und wie die Auflösung ist. Da werde ich euch dann zeigen. Das dauert jetzt irgendwie ein bisschen. Ich überspringe das mal und zeige euch dann, wie es fertig ist. So, die Bewertung ist jetzt fertig. Und hat Folgendes an den Tag gebracht. Die Grafikkarte ist eigentlich von der Leistung her die beste Bewertung, kriegt die. Wenn man oben sehen kann, ist es eigentlich die beste Bewertung, die man eigentlich nur kriegen kann. Hier oben steht, der höchste Wert hat die auf jeden Fall 7,9. Also überall diese Areo und diese, ja, und die Desktop, also die 3D
Business und Grafikleistung ist auf voll und der Prozessor und die RAM-Speicher sind auch auf demselben Wert. Eigentlich, was das jetzt das schlechteste Komponente ist in der PC, ist eigentlich die Festplatte, die primäre Festplatte. Da können SSD rein, dann wird die wahrscheinlich auch dieselben Werte erzielen können. Ja, jetzt zeige ich euch den PC an einem anderen Monitor und das zeige ich euch gleich. Oh, ich habe noch was vergessen. Die Treiber haben wir noch nicht installiert, die von der Treiber-CD. Die Treiber-CD, wenn ihr noch ein DVD-Laufwerk oder ein externes Laufwerk habt, steckt das jetzt an oder macht das DVD-Laufwerk auf und legt dann die CD oder was auch immer das jetzt hier ist, CD wahrscheinlich, legt es ins Laufwerk und macht es zu und wartet dann, bis ein Fenster aufpoppt. Dann müsste dann gleich ein Fenster kommen. Genau das hier, das brauchen wir. Dann gehen wir auf Ordner Optionen, dann schauen wir nach Driver und da haben wir unseren Windows 7 und Windows 10 Driver. Diese Grafikkarte ist übrigens mit Windows 7 und Windows 10 kompatibel, 64-Bit. Und hier haben wir auch den richtigen Treiber, da klicken wir einfach auf Setup und klicken auf Ja. Ja, warum kommt da jetzt nichts? Das ist jetzt komisch, warum da jetzt nichts kommt, aber müsste gleich was kommen. Ich zeige euch das, wenn da was gekommen ist. So, jetzt geht das hier weiter, jetzt installieren. Hier kann man auch, das folgt einfach dem Installer. Ich habe das jetzt schon installiert hier auf dem Rechner. Dann klicken wir unten auf den Pfeil hier. Ups, jetzt habe ich den Support-Assistenten gestartet. Klicken wir unten auf das Pfeilchen, geh weg. Klicken wir unten auf das Pfeilchen. Und dann haben wir rechte Maustaste und da haben wir dann die RAID-ON Software. Das ist jetzt schon eine neue Software von AMD. Die habe ich jetzt abgedatet schon. Solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Ihr könnt ja nämlich Spielaufzeichnung machen, Screenshot und sowas. Also ist dies auch für Gaming geeignet. Da könnt ihr auch relativ gut mit spielen. Ja, jetzt kann ich euch endlich den Monitor zeigen, wie die Qualität und die Auflösung da ist. So, ich habe den PC jetzt eingesteckt. Die Auflösung sieht natürlich am Anfang relativ komisch aus, aber das gehört so. Ihr startet jetzt im Windows. Windows wird gestartet, steht hier. Es dauert immer ein bisschen, bis das fertig gestartet hat. Da steht hier schon, Windows wird gestartet. Es dauert jetzt ein bisschen. So, jetzt wird ein bisschen schwarz hier der Bildschirm. Jetzt kommt die Maus. Und gleich müsste es ein Geräusch machen. Ah, doch nicht. Weil die internen Lautsprecher nicht aktiviert sind. Ich melde mich mal schneller an. So, wir sind drinnen im PC und die Auflösung, wie ihr schon sehen könnt, ist relativ scharf. Ist ja auch ein relativ guter Monitor, war auch nichts dazu sagen. Also, ist ja auch ein Dell-Monitor. Da kann man jetzt mal gucken. Also, ist relativ scharf. Kann man jetzt vielleicht auf der Kamera nicht so ganz so gut sehen, aber der hat schon ein super Bild. Die Grafikkarte auch hat ein super Bild.
Und die Grafikkarte, die hier unten steht, und den Rechner, den ich schon mal in einem Video, die schon einmal in meinem Video zu sehen war, wo ich den PC zusammengebaut habe, die kann nämlich das genau auch, die kann ich auch mit dem Fernseher verbinden, mit 4K-Fernseher. Das ist da kein Problem. Jetzt suchen wir mal meinen YouTube-Kanal, hier gehen wir mal drauf. Okay, gehen wir mal weg. Hier sehen wir meinen YouTube-Kanal, da habe ich schon einmal dieses PC zusammenbauen hier. Schritt für Schritt hier, da sieht man das nochmal. Da sieht man die Grafikkarte, die ich da verbaut habe. Das ist eine MSI-Grafikkarte und die kann nämlich auch diese Auflösung hier. Kann nämlich diese Auflösung auch machen. Ja, gut. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr ja gerne einen Daumen hoch geben. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch den Kanal kostenlos hier abonnieren. Hier, ich zoome mal ein bisschen ran. Hier könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren. Und könnt ihr auch ein Abo da lassen. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.